Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Goodbye Deponia. Na, wunderschön, oder? Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge und wenn ihr Lust habt, könnt ihr doch gerne mal bewerten. Hoppla! Oh! Was zum... Meine Herren, wir haben allen Ernstes einen extra Roboter, der die Fußmatten putzt. Ja, und... Oh, so einen hätte ich aber auch gerne, oh. So als Haustier. Ja, stimmt. Ist niedlich, macht keinen Dreck, macht sogar Dreck weg. Und er hat einen Getränkehalter. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Ich könnte ihm die Reifen zerstechen, aber das bringe ich nicht übers Herz. Er ist einfach zu putzig. Ja, und er putzt. Ist das da wirklich ein Getränkehalter? Ist ja irre. Und den Becher? So. Im toten Winkel des Sisyphos. Eine Installation von Ruffuel Ruthbrande, dem großen Kritiker der modernen Leistungsgesellschaft. Ne? Krieg lauter Nachrichten auf dem Handy. Hilfe! Dabei wollte ich es eigentlich laut losmachen. Na egal. Na, Putzi. Sauber. So. Mal gucken, ob mir jetzt seine Spur... Wie lange brauchst du noch zum Saubermachen? Ich wollte eigentlich deine Spur verfolgen. Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was an... Ja, ich habe mir was einfallen lassen. Aber... Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ja, ja. Hallo? Oh, so einen hätte ich aber... Und er hat... Wie? Ich habe nicht viel Möglichkeiten. Ich habe nur noch ein Item. Nicht doch. Das ist ein Kunstwerk. Da darf man nicht dran rumpopeln. Meine Nase ist auch ein Kunstwerk und ich popel drin rum. Ah. Hä? Hm? Mache ich was falsch oder hängt das Spiel irgendwie? Ich habe nicht viele Möglichkeiten. Wie trigger ich dich, dass du dich bewegst? Weil mein Plan war jetzt einfach, durch den Becherhalter macht er eine Kaffeespur. Und der Kaffeespur könnte ich folgen. Ja. Ich habe tatsächlich nachgelesen, muss ich zugeben. Oh, Moment, ich muss ja nochmal eins zurück. Vorher konnte ich keinen Kaffee verschütten. Über diese Fußmatte da hinten. Jetzt geht es plötzlich. Mein Gott. Warum? Das ist nicht logisch. Das sieht... Ganz ehrlich, das sieht aus wie eine Kackspur. Gut. Dann haben wir das Rätsel soweit gelöst. Wir müssen da lang. Dann da lang. Dann... Hey, was tust du da? Ich hoffe, das reicht. Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Muss ich etwa... Erster... in der Kabine... Danke, den Kaffee, ich hab noch. Was? Ich hab noch? Muss ich... Nee, das... Oder?
Danke, ich hab noch. Immer noch? Vielleicht muss es so rum sein. Nee, irgendwie ja nicht, ne? Sein Kaffee ist alle. Da werde ich lieber mal was nachfüllen. Ja, wenn ich aber jetzt wieder zur Kabine gehe und dort den Kaffee verschütte, dann macht er zwar da eine Spur, aber er kommt mir ja dann wieder entgegen und macht sauber. Na, Putzi Bot. Sauber. Na, Putzi. Nein. Sauber. Kann ich denn hier auffüllen? Sein Kaffee ist alle. Da werde ich lieber mal was nachfüllen. Okay. Das scheint zu funktionieren. So. Da lang. Sehr gut. So funktioniert's. Hm, ich könnte schwören, dass die Tür vorhin woanders hingeführt hat. Da hat der Innenarchitekt offenbar Mist gebaut. Oder der Spielentwickler. So, endlich. Na, endlich. Ich sag ja, ich bin ein Genie. Naja. Ach, hier bist du. Oh. Was treibst du denn bloß? Ich hab Sightseeing. Du wolltest das Überwachungsvideo aus unserer Kabine löschen, das dich ohne Kostüm zeigt, richtig? Was? Nein. Du brauchst mir solche Sachen nicht zu verheimlichen. Egal, was du ausgefressen hast. Wir sind jetzt ein Team. Echt jetzt? Dann darfst du also auch wissen, dass ich meine Fußnägel über deine Müsli geschnitten habe? Okay. Darüber sprechen wir noch. Lass uns jetzt erstmal schauen, wie wir an diese Videodaten kommen. Ja, gute Idee. Hier wimmelt es bestimmt nur so von Sicherheitssystem. War ich das? Das ist nicht so gut, ne? Der Alarm ist noch nicht ausgelöst worden. Wahrscheinlich sind wir sicher, solange du nicht an den Terminals herumspielst. Und was mache ich jetzt? Versuch, die Kameras abzulenken. Vielleicht kann ich so unbemerkt an ein Terminal gelangen. Ja, das sollte doch kein Problem sein. Die Kameras lieben mich. Ich bin ja auch der Fotogenere von uns beiden. Bitte was? Aha, ich glaube, ich kann die Kameras ablenken. Offenbar können sie sich nur im 45-Grad-Winkel bewegen. Wenn du an der Wand entlangläufst, folgen sie dir. Ein Klacks für mich. Ich muss zuerst zu dem Terminal da links. Sag Bescheid, wenn du den Weg freigemacht hast. Okidoki. So, Moment. Yeah, groovy. Oh. Also, die Kameras. Hä? Nö. Ich sehe da aktuell, ehrlich gesagt, keinen so großen. Moment. Also, wir brauchen noch Blau, wo auf uns schaut. Das funktioniert aber nicht. Das ist doch Blau. Warum gucken die nicht auf uns? Wenn ich jetzt auf Gelb gehe, passiert auch nichts. Hä? Hab ich's kaputt gemacht? Ja, ist
funktioniert gar nichts mehr. Oh, jetzt doch wieder. Ich sehe da ehrlich gesagt keinen so großen Sinn gerade. Sie laufen nur im 45-Grad-Winkel. Was bedeutet das? Was ist, wenn ich da drauf... Dann passiert nichts. Wenn ich da wieder drauf gehe, passiert das. Ah, okay. Da guckt... Gelb. Soweit, so gut. Und da guckt rosa. Rosa und gelb gibt orange. Okay, soweit gut. Hier, dann müsste da blau drauf gucken. Und wir müssen schaffen, dass da grün nicht mehr drauf guckt. Das sind die zwei. Sehe ich das richtig? Weil grün ist ja gelb und blau. Soweit kapiere ich's. Aber wie kriege ich das hin? Ja. Wie mache ich euch beide auf mich aufmerksam? Nur die beiden da hinten. Die reagieren auf irgendwie gar nichts. Ich glaube, da muss ich viel schneiden. Oh. Welches Blau guckt da jetzt hin? Das hier. Na, es wird doch langsam. Immerhin ist es eine gute Musik. Wo habe ich hinlaufen müssen, dass der auf mich reagiert? Nö. Jetzt. Cool, jetzt. Aber dann laufe ich doch mitten in die Kamera. Oh, stimmt. Entschuldigung. Was? Wegen dem? Na toll. Also das hier muss auch weg. Das hier und das hier. Okay. Nö. Okay. Jetzt. Cool, jetzt. Wie jetzt? Rufus, der Weg ist ja noch gar nicht frei. Ach so, warte mal, das habe ich gleich. Ach, du meinst doch nicht deswegen. Oh, lauf doch da über die Stufe. Du hast so lange Beine. Geh über die Stufe. Oh Gott. Na gut. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Sagte er. Jetzt aber, komm. Cool, jetzt. Und jetzt da... Oh. Naja, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Also, auf das zeigt jetzt das Lilane. Und das Gelbe. Jetzt ist die Frage, wie willst du da hinlaufen? Direkt geradeaus, weil Madame läuft ja keine Umwege. Oder ist Hauptsache ein Weg ist irgendwie frei. Schauen wir mal, ob wir da was hinkriegen.
Nö. Nö. So, Moment. Also wir müssen das Grüne noch wegbekommen. Grün kommt jetzt aus diesem... Ja, gut, stimmt. Dann muss ich wieder ein bisschen zurück. Nö. Ah, wieso kann der nicht schräg laufen? Okay. Dann leuchtet dieses Blaue jetzt noch da drauf. Da muss ich dann so lang. Okay. Lila. Bist nur du. Sehe ich das richtig? Okay. Das kriegen wir dann auch noch weg. Ach, dieses Blau. Stimmt. Ja. So weit, so gut. Nö. Oh mein Gott, was hat uns Daedalic da nur angetan? Was ist das für ein Rätsel? Oh, ich habe jetzt schon keine Lust mehr drauf. Aber wir werden es schaffen, das verspreche ich euch. Ich wünsche euch jetzt sonst noch einen schönen Tag und danke, dass ihr zugeschaltet habt. Viel Spaß bei den anderen Videos. Bis dahin, ciao.